Einen wunderschönen Vormittag wünsche ich euch. Ja, ich melde mich komplett spontan aus Meran. Ich habe mir erlaubt, ein bisschen Selbsturlaub zu nehmen und bin mit meinem Mann nach Meran gefahren, um ihm ein bisschen das zu zeigen, was wir, Sisi und ich, eine Woche lang hier immer wieder erleben. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich erzähle euch jetzt eine kleine Geschichte zu dieser Statue. Ich wollte es eigentlich in einem Blogbeitrag am 22.10. veröffentlichen, nur ich habe es nicht geschafft, die Sisi und ich waren noch unterwegs, aber ihr bekommt die Geschichte auch schriftlich. Und bevor ich euch jetzt diese Story erzähle, gehe ich einmal rundherum, um euch diese wunderschöne Statue zu zeigen. Ja, ich begrüße unsere Nastasia aus der Schweiz. Dickes Bussi, ich hoffe, du hast die Statue gesehen, du warst ja hier. Und ich sage Hallo, ganz liebe Grüße an unsere Ida. Danke fürs Zuschauen. So, und jetzt ein kleiner Rundgang rund um eure Sisi. Und dieses Blümchen hier, das habe ich ihr gestern in die Hand gelegt. Und jetzt genießt es ein bisschen. So, also, was weiß ich über die Statue? Das ist eigentlich eine ganz bezaubernde Geschichte und wie gesagt, ich werde es noch schriftlich niederschreiben. Ich habe es halt nicht geschafft, es tut mir leid. Aber Sisi sitzt hier in einem Korbstuhl, in einem sehr schlichten Korbstuhl, eigentlich für eine Kaiserin. Sie trägt ein ganz schlichtes englisches Kleid, nennt sich das, mit einem hohen Spitzenbesatz hier, diese Rouge en Volant nennt sich Spitzenbesatz. Ihr seht auch am Hals geht das hinauf. Also ich zoome euch einmal ein bisschen heran. Die schweren Haarkrone oder die schweren Haarflechten sind ganz hinaufgesteckt. Ich gehe noch einmal mit euch nach hinten, damit ihr sie seht. Also ganz nach hinten, ganz hinauf. So, schaut's. Hier die Knopfleiste, wo dieser Spitzenbesatz geschlossen wird. Dieses Jäckchen oder Rouge en Volant geht hier hinunter. Ihr seht die enge Taille, den Gürtel und eben diesen ganz einfachen Korb. Es war der 22.10.1902. Als völlig unvorbereitet Kaiser Franz Josef mit seinem Flügeladjutant Major Marquis Gorzani am Stubenring bei Hermann Klotz hineinschneite. Und Hermann Klotz ist niemand geringerer als der Bildhauer dieser Statue. Hermann Klotz hat schon eine andere Statue angefertigt von Kaiserin Elisabeth, ihr kennt sie alle. Und zwar ist es diese schöne, schlanke Gestalt, die die Treppe hinuntergeht, lebensgroß, sie steht in der Hofburg. Eigentlich sollte diese Statue für die Matthiaskirche, war sie gedacht, weil Kaiserin Elisabeth dort ja gekrönt wurde. Kaiser Franz Josef hat diese Statue aber so gut gefallen, dass er kleinere Biskuit-Statuen anfertigen hat lassen, um die engen Familienmitgliedern oder hochrangigen Offizieren oder Adelsfamilien zu schenken. Und so hier und da gelangt eine dieser Biskuit-Statuen oder Porzellanstatuen in Dorotheum ins Auktionshaus. Ich zeige euch dieses Bild einmal, falls ihr es nicht kennt, aber diese Statue, die eigentlich für die Matthiaskirche gedacht war, steht aufgrund der großen Liebe von Kaiser Franz Josef in der Hofburg.
Hermann Klotz hat unsere Kaiserin einmal persönlich getroffen, und zwar am Jahrestag der 25. Hochzeitsfeierlichkeit in Wien. Und zwar war die Familie Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz Josef im Schwarzenberg Palais eingeladen zu einer Festivität. Und Hermann Klotz war eben dort zu Gast und das Kaiserpaar wurde getrennt. Und Hermann Klotz stand circa 30 Minuten neben ihr und er hat sich ihre Züge komplett eingeprägt. Für einen Bildhauer ist das natürlich gar nicht schwer, jemanden zu sehen und dann eben ein Bild anzufertigen. Und er hat sich diese Züge von ihr eingeprägt und Kaiser Franz Josef war 1902 ganz erstaunt, dass er diese Sisi vor sich hatte und fragte den Hermann, wie kommt es, dass sie die Züge so genau kennen. Und da hat er ihm das eben erzählt, dass er da 30 Minuten neben ihr stand, sie betrachtete und die Haare betrachtete. Sie trug damals, ihr kennt ja alle dieses Bild mit diesem gestickten Turnürenkleid, mit dem Rubinschmuck, wo sie schon Stirnfransen trug. Und das hat sich dann in ihren weiteren Lebensjahren weitergetragen. Also es dürfte wirklich so sein, dass Kaiserin Elisabeth ab einem gewissen Alter Stirnfransen trug. Warum? Wahrscheinlich, um die Falten zu kaschieren und zu verdecken. Und diese Frisur hat sie ja dann in den späteren Jahren tatsächlich getragen, diese hoch aufgesteckte Turmfrisur. Und Hermann Klotz hat deswegen die Züge der Kaiserin Elisabeth aus 1879 gemacht, 1902, müsst ihr euch vorstellen, also doch einige Jahre später, und die Haarkrone von ihren späteren Jahren. Kaiser Franz Josef war unglaublich glücklich, er sah ja damals nur das Gipsmodell, er war auch sehr glücklich, dass Elisabeth nicht auf einem meterhohen Podest stehen musste und die Menschen ganz hinaufschauen müssen, sondern dass sie wirklich nur, der Sockel ist circa einen Meter hoch und somit können die Menschen direkt hier herauf zur Majestät ihr ein Blümchen in die Hand legen, sie angreifen und so weiter. Kaiser Franz Josef wollte das sogar. Und man bat die Familie zur Eröffnung, zur Enthüllung zu kommen. Das ist sich nicht ausgegangen. Also weder Marie Valerie noch Kaiser Franz Josef waren bei der Enthüllung hier. Wann fand das statt? Ja, Ostersonntag am 12. April 1903 ist hier mit einer Musikkapelle diese Statue enthüllt worden. Damals hieß der Park noch Marie Valerie Park. Mittlerweile heißt er Elisabeth Park. Ja, das in aller Kürze von mir, von dieser Statue. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, diese Geschichte zu erfahren. Und ja, ich sage Servus, bis zum nächsten Mal. Baba.